Gut. Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Freisleben. Ich bin an der FH St. Pölten zuständig für das Projekt Inverted Classroom und darf die Frau Regel bitten, dass sie sich kurz vorstellen, bitte. Hallo zusammen, mein Name ist Felicitas Rädel. Ich bin an der Technischen Universität in Darmstadt, Postdoc am Fachgebiet Stahlbau und bin dort jetzt seit letztem Jahr erstmals mit Inverted Classroom in Verbindung. Aha, wie sind Sie auf die Idee gekommen, es einzusetzen? Das war eigentlich eine Idee von meinem Chef. Und zwar haben wir eine Lehrveranstaltung im Masterstudiengang, die ja aufgrund verschiedener Randbedingungen, sage ich mal, suboptimal läuft. Und da war eben die Idee, das durch das Inverted Classroom-Modell deutlich zu verbessern. Und hat sich diese Hoffnung bewahrheitet? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das im letzten Sommersemester 2015, das erste Mal probiert. Und die Rückmeldung von Studierenden war eigentlich durchgängig sehr positiv. Also es gibt immer einige, die natürlich sagen, sie hätten lieber eine traditionelle Vorlesung, aber die große Mehrheit ist sehr positiv gegenüber. Und wenn Sie jetzt... Wenn Sie die Noten vergleichen, ist es etwas schwierig zu sagen, dass eine Veranstaltung mit relativ wenig Studierenden ist. Also wir hatten jetzt im letzten Semester knapp 30 Studierende, in den Jahren zuvor noch weniger. Da ist es jetzt schwierig zu sagen, dass sich dadurch wirklich schon ein sehr hoher Lernfortschritt oder sowas ergeben hat. Aber wir werden das jetzt fürs nächste Semester nochmal weiter bearbeiten und ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Wenn Ihnen jetzt ein Kollege am Gang begegnet und sagt, hey, was macht denn ihr da eigentlich Komisches? Wie würden Sie ihm das sehr kurz und knackig erklären, was jetzt im Inverted Classroom bedeutet oder was das sein könnte? Also die Idee hinter Inverted Classroom ist, dass es ja eigentlich relativ wenig Sinn macht, dass ein Lehrender in einem Hörsaal steht vor unterschiedlich vielen Studierenden und da keinerlei Kommunikation stattfindet. Und anschließend sitzen die Studierenden bei uns üblicherweise zu Hause und bearbeiten Hausübungen, mit denen sie dann mehr oder weniger Probleme haben. Und die Idee des Inverted Classroom ist, das Ganze umzudrehen, dass sich die Studierenden den Stoff selbst zu Hause aneignen und wir als Lehrende dann vor Ort wirklich für Fragen zur Verfügung stehen und tiefere Probleme klären können. Und bei der Umsetzung, was haben Sie so jetzt aus Ihrem Gefühl, was ist Ihnen besonders gut gelungen oder was hat besonders gut funktioniert? Also die Grundlage bei uns war ein Wiki, was wir für die Veranstaltung genutzt haben, und zwar aufgrund dessen, dass unsere Studierenden schon im fünften Semester Kontakt mit einem Wiki haben. Insofern wurde dann für jede unserer Inverted Classroom-Veranstaltungen eine Wiki-Seite konzipiert. Das heißt jetzt nicht, dass das nur reiner Wiki-Text im Sinne von Wikipedia ist. Es kann auch sein, dass da ein Fachartikel verlinkt ist oder ein Vorlesungsausschnitt verlinkt ist. Also sind verschiedenste Medien, die auf den Seiten zur Verfügung stehen. Und damit haben sich die Studierenden dann vorbereitet. Dadurch, dass sie das Medium an sich schon kannten, war die Umstellung jetzt gar nicht so groß. Das heißt, an diesem Wiki haben die Studierenden auch kollaborativ mitgewirkt und das weiterentwickelt? Genau, also im Sinne von der Studienleistung war die Aufgabe, dass immer zwei Studierende zusammen eine eigene Wiki-Seite erstellen zu einem speziellen Thema. Und diese wurde dann auch den übrigen Studierenden vorgestellt, beziehungsweise auch von den anderen Studierenden bewertet in einem Peer-Review-Verfahren und dann anschließend nochmal verbessert. Sehr fein. Und das heißt, Sie werden bei der Tagung weitere Ergebnisse und Erfahrungen aus diesem Projekt vorstellen? Genau, also in meinem Tagungsband ist beschrieben, was wir da für Erfahrungen gemacht haben und was wir für Schlussfolgerungen für die kommenden Jahre ziehen. Und im Rahmen von dem Workshop wollen wir das eigentlich durchspielen, was wir in den Präsenzveranstaltungen gemacht haben, aber bezogen eben auf das Thema Einsatz vom Wiki im Sinne von Inverted Classroom in unserer Veranstaltung. Also genau. Ich hoffe, dass am Ende des Workshops jeder verstanden hat, was wir da tun und sich ein Bild machen kann, ob das für ihn auch eine Möglichkeit wäre oder nicht. Ja, dazu gibt es im Blogbeitrag auch den Tagungsbeitrag an sich. Das heißt, die Idee ist ja selber, dass es ein Inverted Classroom-Format ist und Teilnehmende eingeladen sind, sich vorzubereiten, um eben dann vor Ort interaktiver mit ihnen zu arbeiten. Habe ich das richtig verstanden? So.
Genau, also die Teilnehmer vom Workshop sollten vorab meinen Tagungsbeitrag lesen und dann werden wir, ähnlich wie es in unserer Präsenzveranstaltung abläuft, auch den Workshop gestalten. Okay, wunderbar, Frau Wedel. Dann freuen wir uns schon sehr darauf, dass wir so einen tollen Workshop bei der Konferenz Inverted Class und Beyond am 23. und 24. Februar an der Fachhochschule St. Pölten haben und sage herzlichen Dank für die Zeit. Danke auch, dann bis Februar.